Das Kometenlied. Das Kometenlied ist ein bekanntes Wiener Couplet aus Johann Nestroys Posse Lumpazi Vagabundus oder das liederliche Kleeblatt. Der Schuster Knierim besingt dabei den Verfall der Welt. Es ist zur Tradition geworden, dass bei Nestroy-Aufführungen von Lumpazi Vagabundus immer eine aktuelle Strophe an dieses Couplet angehängt wurde. Ich habe diese Tradition aufgegriffen, aber gleich lauter aktuelle Strophen getextet. Es ist keine Ordnung mehr in der Politik. Wenn einer redet, reden gleich drei zurück. Im Parlament, da streiten sie nur. Von Volksinteressen ist längst mehr keine Spur. Und kommt ein neuer Kanzler zusammen, weißt aber nicht, wie lang wir am haben. Im Deko tun sie den Lockdown parlieren, das Volk kann dabei gewiss nur verlieren. Den Rundfunk und Zeitungswelt haben die Türkisen gekauft um eine Masse für Geld. Dadurch sind einige hochgespült worden. Jetzt haben sie dafür einen Ausschuss um die Uhren. Da wird einem halt Angst und Bang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Die Regierung kriegt vom Tanzen nicht genug. Von Masken oder Abstand war dabei keine Spur. Als Normalsterblicher warst eingesperrt dabei. Und das soll Gerechtigkeit für alle sein. Korruption und Chats waren das Jahr in. Die halbe Regierung steckt da mit drin. Passiert ist dagegen, na Logo, noch nix. Weil die Immunität von der Bande ist fix. Was haben wir uns gewünscht zum letzten Neujahr, dass das neue Jahr besser wird, als das alte war? Und was ist passiert? Man sollte es kaum glauben. Sie haben uns angezogen, die Daumen schrauben. Da wird einem halt Angst und Bang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Es ist für Ordnung jetzt in unserem Leben, weil es tut sehr viel Verbote geben. Ohne Masken und Test ins Geschäft kommst nicht rein. Und das sollen persönliche Freiheiten sein. Und hast da Lokal, bist der arme Wicht, weil Gäste kommen in der Zeit nicht. Die Einschränkungen sind schon recht arg, der Lohn bei der Kurzarbeit dafür karg. Mit dem Coronavirus ist ein ganz schönes Gefreit. Die Regierung diktiert, was man tun darf, was nicht. Die Demokratie ist lang schon keine Spur. Profitieren werden davon die Reichen nur. Da wird einem halt Angst und Bang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Mit der Impfung, da zählen sie uns, da wird alles gut. Macht's mir einen Gefallen und nehmt's euch einen Hut. Denn eins ist uns ja mittlerweile sonnenklar. Die Leute sehnen sich danach, wie es früher war. Seit fast 2 Jahren fällt euch nichts anderes ein. Die nächste Variante könnte gefährlicher sein. Das hören wir im Fernsehen an jedem Tag, dass längst keiner mehr hören mag.
Die Kinder in der Schule, die haben jetzt auch gefret. Ohne Testen und Maske, da spürt's es halt nicht. Auf soziale Kontakte, Daten sind sie gefreien. Stattdessen gibt's Pickel im Ninja-Bass rein. Da wird einem halt Angst und Bang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Zahlen die ganze Zeit sehr dominant, bestimmen, was passiert wo im Land. Dabei ist schon lang nicht so klar, ob diese Zahlen auch wirklich sind wahr. Die Wirtschaft kugelt am Boden herum, es ist für viele schon viel zu dumm. Die Klarformatszeitung jubelt jeden Tag, weil es wieder mehr Infizierte hat. In Corona-Zeiten ist bald nix mehr wie's war. Mit den Plastikkarten zahlen wir statt Bar. Hand geben umarmen, das ist einmal gewesen. In der Zeitung gibt's auch nix Erfreuliches zum Lesen. Da wird einem halt Angst und Bang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang.